Naja, ist ja egal, wir wissen ja, was ihr meint ist. So, damit haben wir das ja auch fertig. Dafür haben wir ja auch eine Menge XP bekommen. No smoking, ich habe eben No Samsung gelesen, aber... Gib mir doch mal die Bogenteile, Freunde. Das wäre echt mega toll. Wo ist er hin? Hä? Ach so. Nicht rufen. Alex, bist du das? Boah, Alter. Heilige Scheiße, was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachttag kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Nein, keine Sorge. Verdammt, die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Das hat ja super funktioniert. Spring da mal dran. Los, nochmal. Ist alles okay da drin? Au, au, ich bin schon mal reingelaufen, das wollte ich gar nicht. Wir müssen das irgendwie da in die Richtung. Achso, ich kann das ja ziehen, stimmt. Wie kriege ich den denn da hin? Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich zugeben. Ist ja denn, ich drücke ihn dahinter und fahre ihn dann vor, dann könnte ich ihn... Ach so, ja, na klar. Das habe ich auch mitgekriegt, ich hatte gerade nur ein paar technische Probleme. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, herzukommen. Ich dachte, ich...
Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Nein, das macht eigentlich wirklich Spaß, das muss ich ja mal zugeben, aber das ist halt ein bisschen hin und her hier, hüpfe hier. Da ist das laut. Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen zielen auf uns. Hör auf, Clark Kent. Alex! Ich glaube, wir sollten das Schiff verlassen. Das ist nur ein Vorschlag von mir. Ich glaube, wir sollten das Schiff komplett verlassen. Ich fühle mich hier nicht wirklich sicher. Es darf niemand mehr sterben. Ja, doch. Aber halt nicht die Guten. Also im Prinzip nur noch der Schwarze und ja. Weil weder der Schwarzen noch dem Whitman vertraue ich. Das sage ich so, wie es ist. Was ist denn hier eigentlich? Ich meine, wieso kann man hier hin? Ohne Spaß jetzt. Ah, okay. Ein altes Tagebuch. Lies es. Bericht der Expedition. Historiker als Errungenschaft. Monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Das würde ich aber auch mal meinen.
Okay, das funktioniert auf jeden Fall alles super. Nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Aha, okay. Das ist ja gut zu wissen. So. Jetzt können wir ja endlich wieder raus. Hoffentlich ohne zu großen Widerstand. Am besten mit gar keinem. Das wäre mir das Liebste. Jetzt können wir nämlich auch das aufbrechen. Diese Mega-Winde, weißt du? Die macht alles kaputt. Oh. Da ist eine Schatzkarte da rein. Und das war eine Sammlung. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammen sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Hm. Hübsch ist er nicht unbedingt, aber naja. Darum ging es, glaube ich, auch nicht. Wasserstadt, klasse, ne? Blinkt's doch, da würde ich doch gerade was blinken sehen, siehst du? Ich habe gute Augen. Können wir da wieder einen Fertigkeitspunkt investieren? Und zwar in Pistolenexperte. Ja, komm. Und hier irgendwas, ich weiß es gar nicht. Reicht für nix. Gehen wir mal weiter. Warte mal, da ist doch... Schatzkarte. Bin ich neugierig. Da scheint noch eine Schatzkarte zu sein. Ich dachte eigentlich, die hätte ich irgendwie, weiß ich auch nicht. So, jetzt nochmal hier. Da, ich kann sie sehen. Eine Clip, komplette Karte bei Lohnungsorte ansehen. Aha, ich sehe jetzt noch ein Geocache. Und da ist auch noch ein Geocache. Aber die gehen mir gerade so ein bisschen am Arsch vorbei. Huch. So, gehen wir hier wieder durch. Ja, jetzt haben wir wieder komplett neue Möglichkeiten dadurch. Das fetzt schon, wenn man dann neue Sachen machen kann. Immer so ein bisschen so an Dings, weißt du, so an Pokémon oder Zelda, weißt du, wenn du neue Sachen gebraucht hast, um irgendwo durchzukommen oder so, weißt du. Ja. Das ist auf jeden Fall kaputt.
Packt eure Sachen zusammen. Aufbruch in 10. Der ist fesch abgebrannt. Oh, jetzt können wir Waffenmodifizierung machen. Na, ist ja super. Hier ist noch ein Lager. Können wir gleich unsere Modifizierung vornehmen, wenn wir schon mal hier sind. Welche können wir denn? Ah, den Präzisionslauf. Na, ist das super. Den machen wir auch direkt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht mal, dass das die finale Version ist von dem Gewehr, oder? Das geht doch bestimmt noch fetter. Keine Ahnung. Ich habe echt null Ahnung. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Mein Wildschweinfreund ist wieder da. Stirb. Oh. Lara. Wir hörten die Explosion und dachten. Alex. Genau. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ja, genau. Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Tja. Die alte Negerfotze macht sich keine Freunde, Schio. Ich reagiere immer so über bei der. Da war aber auch noch ein Grab, da will ich hin. So. Drei von drei Teilen für den Bogen. Ja, wie geil. Jetzt können wir unseren Boden... unseren Bogen... modifizieren. Kann ich mit dem reden? Zum Reden drücken. Hallo. Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. Klingt super.